Ja, Jürgen, würdest du gern mit ihm tauschen? Na, eigentlich nicht, weil vielleicht, es gibt dazu eine kleine Geschichte. Vor einem Jahr war ich mit Josef in seiner Heimat am Grundlsee. Wir sind sehr spät dort angekommen. So gegen Simone. Die Simone ist vom Zentrum für Medizin und Sport und wird den Medical-Teil überwachen und wird eben auch periodisch dann den Josef untersuchen. Eben. Wir beginnen mit der Zeitmessung, wenn der Josef unter, also 10 an seinen Reaktionen, ob es ihm gut geht oder nicht. Und das ist eine gute Nachricht, weil wir sehen ihn, glaube ich, im Moment alle bestens durch viele Augen. Ja, danke, Peter. Noch einmal, ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank. Ja, und der Applaus ist, glaube ich, verdient. So, in der Zwischenzeit ist der Josef verkabelt worden mit einem Mikrofon. Das heißt, wir können mal, der Andi war so nett, hat den Josef verkabelt, ob das funktioniert. Josef, kannst du uns hören? Ja. Hallo. Sehr gut. Wir dich auch. Ausgezeichnet. Bist du gerade entspannt oder können wir dich was fragen? Irgendwie ist mir gerade frisch, aber ihr könnt mir natürlich was fragen. Lieber Josef, ich hätte eine ganz persönliche Frage an dich.